Hallo, mein Name ist Georg Halder und ich bin euer Product Genius im Autohaus Huber in Bruck-Obereich. Heute sind wir in einem Parkhaus. Warum? Weil ich euch heute ein paar innovative Features des nagelneuen 3er BMWs zeigen werde, die uns im Alltag behilflich sein können in Bezug auf das Thema Parken. Zunächst möchte ich euch einen Überblick über die verschiedenen Parkassistenzpakete geben und deren Inhalte etwas erläutern. Im kleinsten Paket bekommt ihr die optische und akustische Park Distance Control vorne und hinten, die über die Active PDC verfügt. Das bedeutet, dass sie sich bei Annähern eines Hindernisses vorne oder hinten von selbst aktiviert. Im mittleren Parkassistenzpaket, dem sogenannten Parking Assistant, kommen die PDC seitlich, die Rückfahrkamera und der Parkassistent dazu. Letzterer übernimmt die vollständige Fahrzeugführung bei Quer- und Längsparklücken und lässt das Fahrzeug somit vollständig autonom einparken. Im dritten und größten Assistenzpaket, dem sogenannten Parking Assistant Plus, kommt dann noch ein Surround View System obendrauf. Mit Hilfe dieses Systems können wir in der Top View das Fahrzeug aus der Vogelperspektive betrachten, in der 3D View die komplette Umgebung des Fahrzeugs betrachten und mit Hilfe von zwei Weitwinkelkameras vorne und hinten können wir wunderbar aus unübersichtlichen Ausfahrten rausfahren. Nun zeige ich euch, wie man den Parkassistenten bedient. Um ihn zu aktivieren, müsst ihr den Haken beim Parkassistenten setzen. Hat das Fahrzeug eine passende Parklücke erkannt, wird diese im Central Information Display dargestellt. In diesem Fall kann ich mich zwischen einer Längs- und einer Querparklücke entscheiden. Sofort fängt das Fahrzeug in die richtige Richtung zu blinken an und legt den Rückwärtsgang ein. Nun müsst ihr nur noch eure Hände vom Lenkrad und die Füße von den Pedalen nehmen. Ist der Parkvorgang abgeschlossen, bekommt man eine akustische Rückmeldung und das Getriebe wird automatisch in die Parkposition geschalten. Um unser Fahrzeug so zielgenau auszuparken, wie wir es eingeparkt haben, hilft uns der Rückfahrassistent. Dieser merkt sich die letzten 50 vorwärts gefahrenen Meter und fährt die exakte Linie wieder retour. Nun kennt ihr die Parkassistenzsysteme des neuen 3er BMWs. Wie ist eure Meinung zu dem Thema? Würdet ihr gern solche Features nutzen oder seid ihr da eher etwas konservativ und nehmt das selbst in die Hand? Wie auch immer, schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und das Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt in der Zukunft. Vielen Dank fürs Zusehen.